Hallöchen, liebe Freunde und herzlich willkommen bei Final Fantasy VII Remake. Immer noch Reaktor 5, immer noch, hier am... Deckenbeleuchtung. Immer noch hier am Rumrödeln. Wir haben in der letzten Folge ein bisschen Abfallentsorgung betrieben, Müllmänner vom Dienst quasi und... Ja, jetzt heißt es dann wohl gegen den Roboter. Mal schauen, was uns da erwartet. Achso, das ist Barrett. Erstmal erwartet uns er hier. So. Da können wir immer ganz gut das hier einsetzen. So, und für immer Rückwärtssalto. Okay, das hat nicht mehr gereicht. Später Zeit. Ach komm schon, jetzt freu dich doch mal. Nein, will mich nicht freuen. So, da unten waren keine Kisten, ne? Jetzt wird die jetzt übersehen. Ob des Kampfes. Ich glaube, wir können es von dem Bosskampf nochmal heilen. Das wäre irgendwie schön. Guten Tag. Ach so, ein wenig reingekommen. I remember. Da was? Unten gibt's nichts mehr zu tun. Können wir sowieso nicht runter. Das heißt, hier hinter befindet sich jetzt unser Bossgegner und ich werde mal Folgendes tun. Erstmal werde ich noch einmal speichern und danach unsere Lebensenergie. Ja, vielleicht werden wir geheilt. Mal gucken, was geht. Jetzt zeigt sich, ob unsere Aktion ein Erfolg war. Blechklotz, wir kommen. Wenn das Spiel gnädig ist mit uns, dann ermöglicht es uns die Speicher, Heilungsfunktion. Aber wir schauen einfach mal. Statusbericht. Alles so gut wie erledigt. Beeilung. Heidegger Hast warten. Guten Tag. Noch nicht fertig. Eindringlinge, auf Sie! Verschafft uns doch etwas Zeit. Ich glaube nicht. Stabschef, wir brauchen noch etwas Zeit. Wir kämpfen mit allen Mitteln gegen die Eindringlinge. Die Abschließung Tests müssen warten, bis sie Gefahr gebannt ist. Ah, ich hasse diese komischen Blockviecher. Dann muss ich das leider anders machen. Au. Oh, wir sind, wir haben Aua. Jetzt geht's ans Eingemachte. Wenn wir mit euch fertig sind, hat der Herr was da nichts mehr zu tun. Was da hinten? So. Das habt ihr davon. Seht mal. Er fährt weg. Ist das jetzt gut oder nicht? Ich bin unsicher. Ja, zumindest ist es erstmal nicht hier. What's up, Tifa? Das ist eine Art Statusreport dieses Roboters, oder? Seine Reaktionen sind verlangsamt. Das macht es uns leichter. Wir sollten uns eine Siegerpose ausdenken. Ich meine, der Kampf wird schließlich live übertragen. Vielleicht starten wir einen neuen Trend. Ohne mich. Oh, ich finde... Eine Sackgasse? Bin Barrett mittlerweile richtig sympathisch. Oh, geil, hier mit den Augen, wie das reflektiert. Mega geil. Die Röhren kommen wir wohl nicht wieder rauf. Gib schon einen Weg. Da ist irgendwas. Auslöscher? Hey, das war haarscharf. Serra, alles klar. Erstmal auf die Sägeblätter hier. Oder beziehungsweise erstmal Analyse. Kann ich schaffen.
So, Strom natürlich hier. Bei diesem beweglichen Abwehrsystem mit Eigenantrieb handelt es sich um einen Nachfolgemodell des Auslöschers. Komisch, mir gar nicht aufgefallen. Mit rotierenden Sägeblättern an jedem Arm auslöschen ist es ein absolut tödlicher Gegner. Okay, die Sägeblätter kann ich leider nicht unter die Lupe nehmen. So, erstmal, ja, Chakra wäre, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. So, Beres bitte da auch einmal. Schockschuss. So, alles klar, nochmal Impulsi, bleib nicht da drauf. Au. Verdammt, hör auf, mich nicht selbst zu visieren, verdammt! Jetzt haben wir verdammt gesagt, verdammt! So, alles klar, Barrett, let's go! Ich muss gerade mal eben wieder hier ein bisschen heilen. Auf die Tifa. Der ist so schnell! Dankeschön! So! Das Ding hat uns den Weg freigeräumt. Direkt in die Höhle des Löwen. Den wir natürlich besiegen werden. Der wäre natürlich einfacher gewesen, wenn er nicht die ganze Zeit so... Wie soll ich sagen... So hastig gewesen, wie er sich so schnell bewegt und alles. Da hinten sind noch ein paar Kisten, alles klar. Wahrscheinlich werden da die MPs nochmal regeneriert. Eine Kiste generell. MP-Heilung durch Makonit, alles klar. Wir wurden aber nicht komplett geheilt. Ein Äther. Was haben wir hier? Nichts. Automat wäre geil. Oh, erstmal die hier. So, Monodrive wieder. Au. Dem schließe ich mich an. So, sonst haben wir hier, glaube ich, nichts, ne? Kisten oder sonst irgendwas in der Richtung. Nope. Wir rennen nur wieder alles um. Richtig getrampelt sind wir. Da ist der Roboter. Ich hoffe, dass wir noch einmal... Wir werden den Leuten eine Show bieten, die sie ihr Leben lang nicht vergessen. Nummerier schon mal deine Bolzenblechklotz. Genau, mit Avalanche ist nicht zu spaßen. Da geht er hin. Wie gesagt, ich hoffe natürlich nach wie vor noch auf einmal Regeneration. Keine Kiste, nix. Keine Gegner. Ja, dann fahren wir auch mal nach oben. Wir kennen das Spiel ja schon. Jetzt dauert es nicht mehr lang und wir sind wieder zu Hause. Glaub mir, das schwöre ich. Ja, Marlene wartet schließlich. Bestimmt sogar auf Cloud. Hm? Wenn er nicht so grantig ist, vielleicht. Kommt auf die Kohle an.
Okay, alles klar. So, was haben wir denn hier Schönes? Hier kommen wir nicht durch. Das ist irgendein Steuerraum. Da müssen wir den Computer bedienen. Schön, dass wir alles hier so ohne weiteres machen können. Worauf wartest du? Öffne die Tür. Die ist verriegelt. Gibt's einen Weg, sie zu öffnen? Ja, von dort drüben. Langsam geht Shinra mir echt auf den Sack, Leute. Da hinten ist übrigens auch die Entsorgungsstation, wie es scheint. Mm. Du meinst die, wohin wir die Roboterteile geschickt haben? Ach, die Schatzkammer. Da will ich nichts gesagt haben. Ja, hallo. Ja, da schaue ich doch gerne mal vorbei. Wie lässt sich die Tür öffnen? Denkbar einfach. Man muss nur die Hebel da gleichzeitig umlegen. Ich nehme die mittleren. Und ich den hier. Bleibt noch der da für dich. Nein, ich will aber noch nicht. Was hast du denn für komische Prioritäten? Andere als ihr. Ich will in die Schatzkammer. Ich will Loot. 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 Kinder, jetzt Hagels Geschenke. Wenn du reinkommst. Verriegelt? Ja, mit höchster Sicherheitsstufe. Was heißt das konkret? Dasselbe Spiel wie gerade. Nur mehrmals hintereinander. Man macht es uns nicht gerade leicht, was? Okay. Wahrscheinlich so ein kleines Minigame jetzt. Muss das sein? Wollen wir es nicht erstmal mit dem leichteren Schloss versuchen? Maximale Sicherheitsstufe aufheben. Ja, klar. So, die Hebel des Sicherheitspuls müssen gleichzeitig bedient werden, um die Notfallsperre zu entriegeln. Die Hebel von Barrett und Cloud werden mit L und R bedient. Bedient gleichzeitig L und R in die auf dem Monitor angezeigte Richtung, sobald Tifa das Kommando dazu gibt. Okay. Aktuelle Einstellung, maximale Sicherheitsstufe. Barrett, Cloud, richtet euch genau nach mir, okay? Also gut, dann... Warte auf Tifas Zeichen. Ja, ja, schon klar. Leg los, Tifa. Also gut, es geht los mit der ersten Kombination. Eins, zwei. Drückt in die angezeigte Richtung. Ach so. Jetzt aber. Eins, zwei. Hä? Versuchen wir es nochmal. War doch richtig. Wir schaffen das. Eins, zwei. Nicht so hektisch. Warum? Was ist denn das Problem? Das ist doch links ist unten das und rechts oben. Schon. Eins, zwei. Das war nur zum Aufwärmen, okay? Jetzt aber. Eins, zwei. Sicherheitsstufe 1 aufgehoben. Das war super, ihr beiden. Immer weiter so. Okay. Okay, nächste Runde. Eins, zwei. Sicherheitsstufe 2 aufgehoben. Puh. Super. Ich glaube, ihr habt den Dreh raus. Ja, jetzt habe ich den Dreh raus. Doch. Um Shinra 1 auszuwischen, würde ich alle Hebel der Welt in Bewegung setzen. Die Hälfte wäre geschafft. Jetzt kommt der Endspurt. Eins, zwei. Ja. Sorry. Wir schaffen das. Eins, zwei. Ah. Versuchen wir es nochmal. Ich zähle ein, also alle mir nach. Siebter Himmel. Siebter Himmel. Haha. Okay, wie ist das hiermit? Der Cloud mit großem Schwert hantiert, was er damit wohl kompensiert? Oh Gott, Barrett! Oh, sagt der Typ mit dem Mega-Kanonenarm. Jetzt aber. Eins, zwei. Mann! Nicht so hektisch. Das wird schon. Eins, zwei. Das war nur zum Aufwärmen, okay? Das ist halt echt kacke. Jetzt aber. Eins, zwei. Sorry.
Entschuldigung. Das wird schon. Eins, zwei. Ich versteh's nicht. Wir schaffen das. Eins, zwei. Sicherheitsstufe 3 aufgehoben. Ich glaube, ich bin immer zu schnell gewesen. Uns hält nichts auf, was? Nur noch eine Kombination. Jetzt bloß nicht schwächeln. Eins, zwei. Ah. Versuchen wir es nochmal. Da habe ich extra gewartet. Wie ein Herz und eine Seele. Ihr wisst schon. Wollt ihr mich auf den Arm nehmen? Wär doch gelacht, wenn wir das nicht schaffen. Eins, zwei. Das war nur zum Aufwärmen, okay? La 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 la. Eins, zwei. Nicht so hektisch. Ist die letzte Stufe. Eins, zwei. Sorry. So besteuert. Das wird schon. Eins, zwei. Das war nur zum Aufwärmen, okay? Ich hasse es, ich hasse es. Wir schaffen das. Eins, zwei. Es ist ein... Versuchen wir es nochmal. Sieht aus, als müsste der Chef mal den Ton angeben. Zicke, zacke, zicke, zacke, hoi, hoi, hoi. Zicke, zacke, zicke, zacke, hoi, hoi, hoi. Na, ich komm. Nicht aufgeben, wir schaffen das. Eins, zwei. Jawohl, oh Gott. Sicherheitsstufe 4 aufgehoben. Entsorgungsstation wird entriegelt. Puh, geschafft. Ich dachte schon, das wird nie was. Aber echt mal, Mensch Klaus. Ich dachte, du warst bei Soldat. Sowas stand nicht auf dem Lehrplan. Ach ja? Und wie war das mit dem Alleskönnen, Herr Alleskönner? Ja, ja, ist ja schon gut. Lasst uns lieber schnell drin nachsehen. Oh Gott, ist das nervig gewesen. Vor allem, ich habe teilweise nicht mal groß was anderes gemacht. Da gibt irgendwie einfach nur gar keinen Sinn. Hallo! Ein Magieboost! Ja, ich kann mir schon genau vorstellen, was der macht. Ich schaue trotzdem nach. Wahrscheinlich einfach die magische Feuerkraft erhöhen. Gegenstände. Materia, Magieboost. Erhöht die maximale Magiewert mit mehreren Materia kombinierbar. Ja. So, und dann einmal hier. Genau wie du gesagt hast, Cloud. Dann haben sich die Mühen ja gelohnt. Stopft euch die Taschen voll. Und zwar pickepacke. Ja, machen wir direkt mal an, ne? Was haben wir hier drin? KI-Kern. Dann hier Supertrank. Phönixfedern. Warum auch immer. Noch ein KI-Kern. Noch ein KI-Kern und Äther. Okay. Ich guck mal eben, was machen denn die KI-Kerne? Ein KI-Chip aus dem Airbuster kann zu einem hohen Preis verkauft werden. Ah, okay. Na gut, ich glaube, Geld ist jetzt nicht unbedingt das Maß der Dinge, aber sei es drum. So, machen wir mal die Haupttür auf. Die Notfallsperre ist momentan aktiv. Wir müssen die Hebel also gleichzeitig umlegen, ja? Okay, alle auf mein Kommando. Überlass das mal tiefer. Was soll das heißen? Na na, wer wird denn hier streiten? Also gut, eins, zwei. Gut. Die Notfallsperre wurde aufgehoben. Ach, das wird jetzt auch wieder so ein Gehä... Ja, gleich auf Anhieb geschafft. Wir sind halt ein Team. Fantastisch, das war perfekt getimt. Allerdings. Wir haben halt Übung. Schön, wie er aber wieder nicht einschlägt. Okay, Notfallverriegelung deaktiviert. Alright. Was ich jetzt aber definitiv erstmal mache, damit ich das nie wieder machen muss. Speicher. Ich hoffe, das wird nicht so ein Minispiel, was öfter vorkommt. Das wäre nämlich sowas von ätzend.
Oh, ah, guck mal, da haben wir noch eine Bank, wo wir uns ausruhen können. Nice. Und wir können wieder einen Soundtrack kaufen. Bombing Mission, let's go. Und dann ein Megatrank im Angebot, nehme ich mit. Ein Äther ist im Angebot, nehme ich mit. Und Phönixfeder im Angebot, nehme ich auch mit. So, der Rest haben wir genug. Wie sieht sonst aus? Magischer Armreif, erhöht seine Schichten, der vor Magie schützt. Hier haben wir sonst nichts. Na gut, die haben wir ja auch alle schon. Juti. Ah, mein Auge juckt. Ah, ihr seht es aber nicht. Ha. So, können kurz einmal ausruhen. Und auch wenn das Spiel ja, ich sag mal, im Wesentlichen selbst speichert, würde ich trotzdem noch einmal den hier jetzt machen. Speichern. Einfach so Gewohnheitssache. Achso, geht automatisch auf. Sonst nix. Wir werden wahrscheinlich erwartet. Also dann, auf ins Vergnügen. Juhu! Mann, die sind schneller als ich. Ich gehe da die wegboxen. Direktor Shinra! Oh, ich sehe das Funkeln von Mako in deinen Augen. Du bist ein Soldat, nicht wahr? Ich war ein Soldat. Soldat ist man auf Lebenszeit. Nur ist die für euch ja eher kurz. Die meisten von euch sterben nämlich relativ früh, weil ihre Zellen schneller degenerieren. Details sind unter Verschluss. Aber jeder Soldat weiß von seinem Schicksal. Natürlich. Hey, wir sind auch noch da! Ja! Ich lasse dich lieber gar nicht erst zu Wort kommen. Du redest mir zu viel. Ihr lasst mir ja keine Wahl bei all dem dämlichen Bockmist, den ihr täglich verzapft. Nichts als Klagen, welche erbärmliche Zeitverschwendung. Ja, Verschwendung. Das ist ein gutes Stichwort. Mako wird aus dem Lebensstrom gewonnen. Der aber ist für den Planeten existenziell. Wie ihr mit der Lebenskraft dieser Welt umgeht, ist Verschwendung. Was soll das bloß für ein Ende nehmen? Hä? Es sind tatsächlich wir, die das Mako fördern. Aber wer nutzt es denn Tag ein, Tag aus? Ihr alle wisst, woher das Mako stammt. Und doch wollt ihr auf den Fortschritt nicht verzichten. Sag mir, dass es nicht so ist. Was für ein Schwachsinn! Und selbst wenn es so wäre, dann nur wegen eurer verdammten Blenderei. Wir schenken den Leuten reinen Wein ein. Freut euch, kleine Narren aus den Slums. Denn von heute an seid ihr Agenten aus Wutai. Stachelt die Kriegslust unseres Volkes an. Wutai? Was soll der Scheiß? Das ist zu hoch für euch, dämliche Narren. Hey, was soll das werden? Ihr Narren, ihr habt das Heft schon seit langem nicht mehr in der Hand. Ihr habt uns vielmehr in die Hände gespielt, bei unserer sorgsam geplanten Kriegsagitation. In diesem Sinne, ich bin dann also frei. Mit Dank von Shinra. Du Drecksack! So, die Vorstellung hat begonnen. Oh. Ich habe jetzt ein Zeitlimit, um ihn zu besiegen. In den Hauptrollen die Feinde mit Gas erwünscht. Niedere Handlanger der Rebellen aus Wutai. Wir werden euch hier und heute unschädlich machen. Okay. Niemals. Ich hasse
sie alle. Damals konnte ich nichts für sie tun. Cloud, träum hier nicht rum! Wir brauchen dich jetzt. Ja dann. Cloud, alles klar? Ja. Und bei euch? Kommt nicht vorbei! Okay, warte mal. Erstmal Barretts Barriere auf den Cloud. Au. Jetzt werde ich dir zeigen, von schicklicher Überlegenheit. Das ist schon ein bisschen nervig hier alles. So, alles klar. Dann als nächstes, wie sieht's bei denen aus? Soweit ganz gut. Entfesselung. Wir kriegen alles ab. Aber dann können wir zumindest gerade mal noch Vita einsetzen. Achso, natürlich erstmal das hier. Ein Waffenprototyp aus Shinra's Abteilung für Waffenentwicklung. Obwohl der Arbeit an ihm noch nicht abgeschlossen wurde, wurde er aktiviert, um die Mitglieder der Avalanche öffentlich hinzurichten. Blitzelementare für eine Schockleiste. Okay. Dann muss ich gerade mal eben den hier machen mit ihr. Ich zähl auf dich. Zieh dich zurück. So, Heilung sieht momentan gut aus. Impulsiv, let's go. So, und dann machen wir nochmal den Impulsiv rein. So, und schockanfällig. Let's go. Haut alles raus. So, und jetzt kannst du nochmal. Let's go. Okay, ich glaube, wir sollten vielleicht einfach mal weggehen. Verdammt, schalt das rein. Hätte schief gehen können. Hätte. Wir müssen gezielt vorgehen. Ja. So, Magie, was hast du hier so Schönes noch drauf? Au. So, hier gerade mal wieder ein bisschen Magie auf uns selbst einsetzen. So, aber Barrett, Magie, let's go. Au. Au. So, schön, wenn ich wieder ein bisschen leiser bin, aber wir müssen uns halt gerade konzentrieren. So, einmal Chakra. Ich glaube, ich muss die mal eben hier wegmachen erst. Au. Ja, glaube ich eigentlich nicht. Hier muss ich gerade mal eben kurz
So, die stehen unter Schock, alles klar. Ach, die ist down. So, und hier kann ich nämlich jetzt das Limit Mine einsetzen. Das war's dann. So, und der ist gerade schockanfällig. Beschwören! Chocobo Mogri, let's go! Zeigt, was ihr könnt! Hallo! Oh, wie süß! Bringen wir ihn zur Strecke! So, bringen wir ihn zur Strecke, alles klar. Erstmal Fertigkeiten, achso, können wir ja alle machen. So, Barret natürlich auch nochmal. Schockschuss, let's go. So, ansonsten, ja, ich brauche bald mal eine Heilung. Ja, komm. Verdammt, komm schon. Jawohl! Oh, noch geschafft. So, jetzt müssen wir alles raushauen. Ja, verdammt. Ich hab erstmal die Stufe 3. Na klar. Ein bisschen Gigabomben. Er greift aus der Luft an. Jetzt bist du an Zug, Barret. Kein Problem. Gib mir einfach etwas Rückendeckung. So, Magie. Ich guck mal eben. Ja, verdammt. Ich hab Barriere. Mach ich gerade mal auf mich selbst. Nein, erstmal Fähigkeiten wollte ich nochmal. Mogri-Bombe, let's go. So, und ich muss den Barret mal gerade heilen. So, hier auch nochmal Rückwärtssalto, let's go. Okay, die beiden hauen wieder ab, alles klar. Angriff der Chocobos! Okay, er ist gerade wieder schockanfällig, das ist gut. Das heißt, Schockschuss, let's go. Und Impulsiv, let's go. Hier einmal heilen die Tifa, wenn wir gerade die Möglichkeit haben. Haben wir gar nicht gemacht, was soll das denn? Okay, warte mal, gerade mal muss ich mich selber mal eben heilen. Okay, Panzerkanone aus dem Weg. Der bewegt sich dabei. Okay, jetzt geht's wieder bei Barret über. Boah, gibt's ein bisschen, Overtime heute. So, kurz nochmal den sternen Willen aktivieren. Was soll der Scheiß?
So, let's go. Fertigkeiten, der ist aber eigentlich machbar, sage ich mal. Au. So, wie sieht's denn aus? Barrel tiefer kann wieder. Aber warte mal. Dann machen wir doch gleich mal den hier. Let's go! Haut ihn um! Ich hab genug. Liebe Freunde, und Limit, alles klar. Jetzt hauen wir alles raus. Ja! Seid versichert, dass die Aufzeichnung meiner Niederlage uns wertvolle Dienste leisten wird. Gleich geschafft! Greif mir zusammen, Mann! Ich bin bereit! Den jag ich in die Luft. Okay, kommt die Panzerkanone wieder. So, weiter geht's. Noch habe ich ein bisschen Magie drin. Au, au, au. Wieder heilen. Ja, geht auch noch ein bisschen. Da wieder die Panzerkanone. Im Schuss schlägt unsere Stunde. So, jetzt aber. Mann, au, au, au. Oh, danke für die Rückenmassage, aber es ist leider ein bisschen zu feste gewesen. So, tiefer, let's go. Blitz, reicht leider nicht mehr. Muss ich den normalen Blitz einsetzen? Wow. Komm, wir haben ihn fast. Ja, die Panzerkanone. Okay, er ist wieder anfällig gerade. Schon. Jawoll. Weg mit dir. Laut. Hier fliegt gleich alles in die Luft. Kümmere dich um Tifa. Danke. Für alles. Red doch nicht so, als wäre alles schon vorbei. Weg hier. Au. Der Anfänger von Midgar, Errungenschaft freigeschaltet. Natürlich muss es ein sehr dramatisches Ende gehen nach diesem epischen Kampf. Aber der war cool, der Kampf. Der hat mir gefallen. So langsam kommt man auch so ein bisschen in diese Kampffertigkeiten rein. Bist du okay? Hörst du mich? Ja. Damals sind wir mit einem blauen Auge davon gekommen. Damals? Wie ist es diesmal? Kannst du aufstehen? Diesmal? Vergiss es. Konzentriere dich jetzt erstmal nur auf dich selbst. Also, schaffst du es? Kannst versuchen. Und? Vorsicht. Langsam.
Ganz langsam. Brauchst du mir nicht sagen. Hey. Wer bist du? Wer ist das? Ich bin dein Herr und Gebieter. Hallo? Komm, Klau. Es gibt viel zu tun. Oh, kommt Iris jetzt wieder? Wahrscheinlich sind wir genau in ihrem Haus gelandet. Alles in Ordnung mit dir? Willkommen zurück. Na, wieder wach? Wer bist du? Aeris. Und du? Wie heißt du? Ich bin Cloud. So trifft man sich wieder. Kennen wir uns etwa? Was? Du erinnerst dich nicht? Komm schon, die Blume. Ah, das Blumenmädchen. Ah, wo bin ich? In der Kirche der Slums, Sektor 5. Du bist einfach so vom Himmel gefallen. Das war ein Schreck. Du hattest Glück, du bist auf meinen Blumen gelandet. Hä? Gut, was? Das sind deine Blumen? Tut mir leid. Mach dir nichts draus. Die Blumen sind hart im Nehmen. Dieser Ort gibt ihnen nämlich Kraft. Hey, Cloud, du hast was verloren. Oh. Ich habe auch so eine. Materia sind ja auch nicht wirklich selten. Aber meine ist etwas ganz Besonderes. Sie ist nämlich vollkommen nutzlos. Du weißt nur nicht, wie man sie benutzt. Kann schon sein. Aber das ist auch nicht schlimm. Ich fühle mich sicherer, wenn ich sie bei mir trage. Meine Mutter hat sie mir nämlich gegeben. Hey, das ist schon unser zweites Treffen. Zeit, sich besser kennenzulernen. Diese Damen sind immer so... zeigen immer so viel Zuneigung uns gegenüber. Was will uns das Spiel damit sagen? Aber okay, Freunde, wir müssen dringend einen Folgencut machen, weil wir sind schon ein bisschen drüber gekommen über die Zeit. Ich habe schon kurz nachgedacht, ob ich davon einfach eine Doppelfolge machen soll, aber machen wir nicht. Jetzt erstmal danke fürs dabei sein und nächste Folge, da geht's dann weiter mit der lieben Aeris. Bis dahin, alles gut und adios, amigos.